Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Nerdistin New Sexy. Heute gibt es wieder eine kleine Review von mir und zwar von Hot Toys, den Justice League Aquaman Movie Masterpiece 447. Und ja, los geht's nach dem Intro. Ja, wir haben hier erstmal die Verpackung und ja, vorne drauf halt Jason Momoa als Arthur Curry bzw. Aquaman und finde ich vom Druck her ziemlich cool gemacht das Ganze. Bin drauf halt eben das DC-Logo Justice League Aquaman. Und na, das kann man leider Gottes nicht ganz so gut sehen. Hier jetzt auf dem Video, das Aquaman ist geprägt und schimmert ein wenig grün. Jetzt kann man sehen, Aquaman schön, dieser grüne glänzende Effekt. Finde ich sehr geil, das Ganze. Und ja, unten in der Ecke halt nochmal DC, auf der Seite das Hot Toys Logo und auf der Seite wird das Motiv so ein bisschen weitergeführt. Man kann es erkennen, halt ne, vorne drauf das J hier auf der Seite, das L mit dem Stern drin, Justice League. Auf der Seite nochmal Aquaman. Ich weiß gar nicht, da ist es nur gedruckt. Unten das Zeichen für Atlantis. Und auf der Rückseite der Slogan der Justice League, You can't save the world alone. Auch mit dem Atlantis Logo da drauf und halt Movie Masterpiece Series, Aquaman und so weiter, die handelsüblichen Credits, die immer mit dabei sind und hier auf der Seite halt auch nochmal Aquaman und das Motiv halt eben quasi weitergeführt. Innen drin befindet sich die übliche Blisterverpackung bzw. Quatsch, Fensterbox, ist mittlerweile halt eben leer. Unten hier nochmal das Justice League Logo drauf, an den Seiten Aquaman. Hinten auf der Box dann das gewohnte Cast and Crew, wer an der Figur mit gearbeitet hat. Nochmal Aquaman, Justice League und so weiter, immer wieder mit drauf. Und halt eben an der Seite nochmal Aquaman, genauso wie auf dem Deckel mit dem Justice League Kürzel unten drin und unten auf dem Boden DC Justice League. Ja, soweit zur Umverpackung. Ja, und da haben wir auch schon Arthur Curry alias Aquaman und ich muss sagen, ist eine mega geile Figur und ja, wie man sieht, die komplette Rüstung hier ist in diesem Gold und sehr dunklem Grün gehalten. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir die Rüstung tatsächlich, beziehungsweise der Anzug, wesentlich besser gefällt als das Originaldesign, weil ich mich mit diesem hellen Grün und diesem Goldgelb irgendwie nie wirklich so anfreunden konnte. Und was auch letzten Endes der Grund ist, warum ich mich für die Figur entschieden habe. Und ja, das ist, wenn man sich das anguckt, von den Details her sehr geil gemacht. Das ganze Sculpting auf der Brustplatte, hier auf den Oberschenkelschienen, die Stiefel, wirklich sehr detailliert das Ganze. Die Haifischfinne oder Delfin, Wal, was auch immer, an den Armschienen gefallen mir auch sehr gut. Wenn man die Rückseite hier, der komplette Anzug, wirklich sehr detailliert gemacht, vom Sculpting her absolut großartig.
Hier sieht man auch nochmal auf dem anderen Arm auch wieder diese Fischfinne dabei. Und ja, wie gesagt, also vom Design her, von der Aufmachung her, wirklich ganz großes Kino und gefällt mir persönlich unheimlich gut. Wie gesagt, auch die Farbgebung finde ich absolut klasse. Und ja, ich habe da tatsächlich meine Freude dran und gefällt mir vom Anzug her, wie gesagt, wesentlich besser als die bzw. als das Originaldesign. So, dann wollen wir mal ein bisschen näher ins Detail gehen. Und ich muss sagen, also der Head Sculpt von Jason Momoa ist absolut großartig. Da gibt es eigentlich überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich finde, das Gesicht ist wahnsinnig gut geworden. Die Augen absolut genial. Das Einzige, was ich eventuell bemängeln könnte, ist, dass man den Bart insgesamt vielleicht ein bisschen struppiger hätte machen können vom Sculpting her. Der ist mir doch ein bisschen zu glatt. Aber ansonsten ist das wirklich absolut genial gemacht. Und ja, auch die Haare. Mittlerweile, da man ja auch bei den weiblichen Figuren dazu übergegangen ist, die Haare nicht mehr mit Rooted Hair zu machen, sondern die auch mittlerweile zu sculpten. Man gewöhnt sich dran. Ich habe mir das an einigen Stellen, hätte ich mir das auch immer ein bisschen anders gewünscht, so von wegen Echthaar oder Kunsthaar. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich das richtig gut, weil gerade bei diesem Rooted Hair beziehungsweise Kunsthaar, da ist das frisurentechnisch doch meistens auch immer ganz fürchterlich in die Hose gegangen. Was man hier sehr schön erkennen kann, ist dieser, dieser Übergang, dass die Haare oben schön von schwarz unten ins Gold überlaufen und das Ganze zieht sich halt auch einmal komplett rum und die Haare gehen über die Schultern weg, noch ein Stück auf den Rücken, Rest sieht man gleich ein bisschen besser. Und wie gesagt, also den Head Sculpt finde ich persönlich wirklich sehr gut gemacht. Und ja, hier kann man das so ein kleines bisschen sehen, beziehungsweise kann man hier ganz gut sehen, was ich mit dem Bart meine. Der ist mir dann stellenweise doch ein bisschen zu glatt irgendwo. Das hätte man vielleicht ein kleines bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen strubbeliger irgendwo machen können. Und aber ansonsten gibt es da gar nichts auszusetzen. So, wenn man sich den Brustbereich anguckt, sieht man halt eben diese Kombination aus Gold und diesem sehr dunklen Grün, was mir persönlich sehr gut gefällt. Hier die Schulterklappen sind teilweise ein bisschen beweglich, halt eben für die Armfreiheit. Oh, hier ist mal tatsächlich noch ein Polster drunter. Ganz vergessen rauszunehmen. Dürfte dann auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch drunter stecken, damit halt eben hier die Armfreiheit gegeben ist. Halt, du weg. Und das Ganze geht halt eben, wie gesagt, einmal komplett rum. Wir haben hier die Rückenpartie. Die Schulterklappe hier. Da muss ich mal gucken, ob da nicht auch noch, ja, tatsächlich steckt hier auch noch drunter. Wie gesagt, die Schulterklappen sind beweglich, damit die Arme hinterher etwas mehr Bewegungsfreiheit haben. Und so soll das ja auch sein. Man kann das hier schon erkennen, dass der Brustbereich oben, dass der halt eben auch separat beweglich ist. Und ja, rudern dann hier mal wieder ein Stück weit darunter. Und damit haben wir dann quasi die Bauchpartie auch in diesem Muster fortführen. Der Gürtel ist
nicht separat, sondern ist halt eben auch mit eingeskalptet in diesem Weiß. Hier kann man jetzt sehr schön diese Fischfinne an der Armschiene sehen. Hinten auf der Rückseite auch nochmal das Logo für Atlantis. Und hier die zweite Armschiene, auch mit der Fischfinne. Und so, weiter runter will er jetzt gerade nicht. Boah. So, wie man gerade schon erkennen konnte oder sowas, unter dem Gürtel befindet sich dann quasi wie eine Art Hose, die separiert ist. Zeige ich gleich auch nochmal etwas genauer. Und darüber befinden sich dann die Beinschienen. Auch sehr geil gemacht vom Sculpting her mit den Mustern drauf. Hier kann man das ganz gut erkennen, halt, dass das Ganze über einem Anzug liegt. Nochmal schön die Kniepolster. Und dann haben wir hier zum Schluss noch die Stiefel. Die Schuhe selber mehr in diesem Gold gehalten. Die Stulpen oben drüber auch wieder in diesem Gold und sehr dunklem Grün, beziehungsweise schon eher so ein Graugrün. Quasi so wie die Hose und ja. Gefällt mir doch alles wirklich richtig gut. Ja, kommen wir zur Beweglichkeit der Figur. Der Kopf selber durch das gesculptete Haar lässt sich natürlich wieder nur bedingt drehen, aber das kennt man ja schon von anderen Figuren wie zum Beispiel Thor her. Die Schulterpolster lassen sich hier, die sind über so ein extra Scharnier mit einem Balljoint, ich weiß nicht, ob man das richtig erkennen kann hier, sind die sehr beweglich und flexibel. Man kann sie quasi so andrücken und halt nach oben ziehen, damit man den Arm hier quasi so weit nach oben gestreckt bekommt, beziehungsweise nach oben gezogen bekommt. Seid da bitte ein bisschen vorsichtig, weil das Gelenk, was da drin ist, sitzt meiner Meinung nach verhältnismäßig etwas lose und mir ist es gerade die ersten zwei Male tatsächlich der Arm rausgesprungen. Ja, müsst ihr also ein bisschen aufpassen, lässt sich aber wieder völlig problemlos wieder reinsetzen. Nach vorne, nach hinten müsst ihr die auch wieder ein Stück nach vorne ziehen, ansonsten die Arme 360 Grad frei drehbar, was mir auch sehr gut gefällt. funktioniert auf beiden Seiten. Klar, wir haben hier die obligatorischen Gelenke in den Händen für eine 360 Grad Drehung. Und die Arme als solches sitzen hier über ein Ratchet Joint und lassen sich quasi so weit anwinkeln, ohne dass hier jetzt quasi der Anzug groß weit was strapaziert wird. Viel weiter würde ich da gar nicht gehen. Und ja, dann, wie man vorhin schon gesehen hat, der Oberkörper ist hier oben so weit beweglich, dass man ihn rechts und links rüber kippen kann. Nach hinten geht auch noch eine ganze Menge, finde ich persönlich sehr gut. Und halt eben wieder nach vorne. Und ja, bei den Beinen, ich würde sie wirklich nur so weit nach vorne bewegen,
Nach hinten geht ein bisschen mehr, wobei auch nicht viel, weil, das sieht man jetzt hier, die Hose ist quasi wie so ein, ja, wie so eine Art Gummi, und wenn man die Beine etwas zu stark überstrapaziert, dann weiß ich nicht, muss man aufpassen, ob das hier nicht auch wieder so ein bisschen dünne wird oder eventuell reißen könnte, und da würde ich halt eben auch etwas vorsichtiger sein. Was mir sehr gut gefällt, sind die Kniegelenke. Da ist das Schulter- bzw. dieses Kniepolster. Das ist hier zwar auch nur aufgeklebt, aber wir haben hier ein doppeltes Kniegelenk drin, was ich wieder sehr gut finde. Und die Füße sind auch so weit beweglich. Groß nach hinten geht es nicht. Nach vorne ist schon wieder, nach vorne ist ein bisschen mehr Spiel drin. Wie gesagt, nach hinten nicht. Und zu den Seiten halt auch ganz gut beweglich, dass man das Ganze hinterher in eine vernünftige Pose bringen kann. Ja, was das Zubehör betrifft, ist in diesem Falle gar nicht so viel dabei. Wir haben natürlich diese mega große oder verhältnismäßig große Justice League Base mit dem Aquaman Schriftzug dabei. Ist, denke ich, identisch mit der Base von Wonder Woman, abgesehen von dem Schriftzug unten oder halt eben von dem Batman. Denke ich, die Bases sind da alle gleichgestaltet. Wir haben noch eine Motherbox mit dabei gehabt, wenn ich das richtig sehe. Und wir haben natürlich den Speer aus Justice League von Aquaman dabei, den er mittlerweile in der Hand hat, weil ich hatte die Figur ja vorher schon ausgepackt und hatte die auch schon kurz in der Vitrine stehen gehabt. Und der gefällt mir natürlich auch wahnsinnig gut. Ist halt eben auch in so einem schönen Gold und diesem leichten Grünstich gehalten, das Ganze. Und überraschenderweise, also er ist wirklich auch wirklich schön groß. Man dürfte also so gut und gerne seine 35 cm von der Länge her haben. Und das ist wirklich schon sehr cool. Ansonsten haben wir hier diese offene Hand. Da gibt es natürlich auch die passende linke zu, die ich halt ausgetauscht habe gegen die offene Faust, damit er den Speer halten kann, beziehungsweise halt eben die Hand, die greift. Da gibt es dementsprechend natürlich auch die passende linke dazu. Und es gibt nochmal ein paar halt eben komplett geschlossene Fäuste für eine Kampfpose. Aber die sind halt eben auch schon wieder verstaut und weggepackt. Ja, das war's auch schon wieder, und ich hoffe, die kleine Review hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da, liked das Ganze, und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. In diesem Sinne und tschüss.